Filmst du schon? Hallo, ihr Leseratten. Gar nicht. Ich habe nur ein Vloggen. Hallo, hallo, ihr Vloggen. Ach du heiliger Wim. Ihr Lochis, Lochis? Vloggis? Was machst du da eigentlich? Ich mache ein Paket auf von dir. Warum machst du ein Paket von mir auf? Weil du es mir gegeben hast zum Aufmachen. Aber es ist doch noch gar nicht Samstag. Soll ich wieder Samstag auspacken? Nein. Naja, dann mach mal wieder zu den Deckel. Du darfst auch Geschenkpapier rumwickeln. Ja, genau. Und ein Schleifchen draufkleben. Was hältst du denn davon? Was halte ich davon? Gar nichts. Oh, hi. Was oh, sehr schön. Der Fall ist eine Buch aussortieren. Wie, oh, sehr schön. Oh, was für eine Freude. Oh Gott. Die Legende von Camelot. Von Wolfgang Kuhlbein, schätze ich mal. Mhm. Und Heike. Heike ist auch mit bei. Heike auch noch. Und ich glaube, welchen habe ich? Ich glaube, Gralszauber habe ich. Ach toll, jetzt hat sie die Bücher schon. Wieso? Toll, toll. Aber im Schuber ist es schön. Und wenn man hast schon ein Drittel von den Büchern gehabt. Habe ich nicht gelesen bis jetzt. Das heißt, ich kann es einfach nur aussortieren. Na toll. Jetzt packst du was aus und wird gleich wieder aussortieren. Super. Nicht das wird aussortiert. Ja. Mal gucken. Bin ich aber gespannt. Gerne von Carmen. Ich hätte auch mal so eine Junge. Mensch, Mensch. Mecker. Und hast du jetzt ein Weihnachtsgeschenk? Ja. Sein Cape. Mein Cape, genau. Schauen wir mal. Also man muss das anscheinend hier irgendwie erstmal. Man sieht gar nichts. So, man sieht nichts. Ach so. So, alles. So. Okay. Runterdrücken, dann hält es. Soll es halten. Dann muss das ja wohl umschneiden. Dann muss man sich das wohl irgendwie umschneiden. Wie, halt zu dick oder was? Nein, nein. So. Warte mal, ich komme mal von der Seite. Ja, so. Die Tasche. Na hier, da muss man ja reinhängen, oder? Die Tasche? Nein, na, die Tasche ist falsch schon. Also, ja, ich glaube, dann hängt man das hier so ein. So. Und so. Mhm. Hast du einen Sabberlatz? Dann habe ich einen Sabberlatz und dann kann es losgehen. Fast. Ja. Warte mal, du siehst noch ein bisschen albern aus. Wie sieht es eigentlich mein Albern mit dem Ding aus, ja, oder? Richtig. Nicht, ja? Ist das nicht schön? Ganz toll. So ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, sondern hätte ich mir schon längst sowas gewünscht. Mal ganz ehrlich. Nein. Was hast du jetzt vor? Habe ich nicht. Wie denn? Die Maschine ist woanders, die ist da drin. Kriegen wir hin. Willst du mich jetzt filmen, wie ich mir die Haare schneide? Nein, du musst es ja ausprobieren, so richtig in dem Umhängen. Mhm. Umhängen ist doof. Man sieht da wieder aus wie Monchichi. Ja. Das ist so furchtbar. Wir legen erstmal den kürzesten Aufsatz. Was? Den längeren können wir immer noch dran machen zum Schluss. Dann gucken wir mal. Push. 9 mm. 12 mm sind schon drauf und ach, das wird nur noch kleiner, Petit. Da ist doch mal ein Chichi-Look. Nee. Anders geht's nicht. Furchtbar. Finster. Und dann gibt es auch mal blind wie ein Maulwurf. Finster. Oh, wie brilliert. Ja, den wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal. Jetzt muss der Akku wieder laggen oder irgendwas anderes sein. Da sind Ersatzakkus bei. Achso. Oder das Ding kaputt geht und du siehst wieder aus wie ein Schlumpf. Betty, hatten wir alle schon mal. Hör auf damit. Sag nicht mal an mich. Au, Ohr ab. Nein. Ganz toll. Naja, wir gucken mal, wie es am Ende aussieht. Na, ach du meine Güte. Was denn jetzt wieder? Ein Monchichi ist geboren. Wieso? Ist gleichmäßig geworden? Und welche Zuppeln? Das ist ja gar okay. Gut. Ja, den Pflaumen kann ich nicht abmachen, das müsstest du machen. Nein, das ist einfach nur. Ich dachte, da würde da was abstehen, aber es ist schon ab. Ja, ich sehe es ja. Nein, also wie gesagt, den Pflaumen hinten, den müsstest du machen. Den kann ich nicht, den sehe ich nicht. Mhm. Was denn jetzt wieder? Ich muss dich anfassen. Nein. Da fusselt was. Also fusselt sie überhaupt noch? Ja, ich glaube schon. Aber
ist es wieder ein bisschen weiß. Es könnte ruhig noch ein bisschen mehr werden, oder? So ein bisschen. Die Wege sind noch ein bisschen kahl. Aber immerhin. Daniel bastelt. Daniel bastelt mal wieder. Eine Mulde ist schon mal ab. Ja. Die Arme guckt zu. Und die zweite weiß ich noch nicht, wie ich bezahlen kann. Was? Mhm. Ach so, ganz toll. Ja. Fliegen schön die Fetzen. Oh. Gelernt. Was? Jetzt die Fetzen fliegen? Okay. Guckst du schreien? Nee, aber du irgendwie schreien. Hast du darauf gerade reagiert. Also muss ich doch mal nachfragen. Nein. So, völlig wahnsinnig, ey. Toll. Was denn? Gigantomatisch. Ja. Ja. Mhm. So, ja, mal gucken, ob die Löcher stimmt. Zitze. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Doof. Es wird übrigens sehr bunt, fällig gerade sehe ich. Das ist heller, das ist dunkler, das ist anders. Drei verschiedenfarbige. Nee. War ja nur eine Feststellung. Ja, das höre ich ja nicht. Das war nur eine Feststellung. Ja, war ja auch. Ja. Passt das überhaupt drauf? Wie hast du das überhaupt nur? Natürlich passt das nicht drauf. Ich habe hier messen. Natürlich passt das. Mann, da ist ein Obermann nicht gepasst, der war. Naja! Später ist immer noch am Basteln. Ja, ich muss gleich nochmal richtig rumklopfen. Nochmal rumklopfen? Nein, gleich später. Mal fertig. Ja. Mia Tarnmulde, neues Brett, Knuddelkater. Naja, ach so, Kater. Und die Katze. Ja, genau du. Ja, nicht den Popo, der ist schmutzig. Das gehört dich nicht in der Kamera. Musst du mal sauber machen, ne? Ja. Mal den Klopapier holen? Okay, soweit sind wir schon mal fertig. Hier ist schon mein Geburtstagstisch. Das Handy nicht, das ist Daniels Handy für die Musik. Ja. So sieht es schon mal aus. Könnte ich mal rüber swanken vor allem. Das doppelte Buch, wo wir sind. Ich habe es erstmal damit hingestellt, wer könnte dazu? Den habe ich nicht bekommen, der stand schon da. Ah, ja, ja. Genau. Und ja, wir haben hier noch Weihnachtsdeko, das wird dann morgen weggeräumt. Und können ja mal rüber schwenken in die Küche. Aber hier ist ja schon mal ein bisschen was zu essen drin. Da ist immer noch Kraut drunter, verschiedenes. Und schon die Ananas und Bier und Eis und so. Ja. Ich muss dann gleich auch noch ein paar Gemüsestickies machen, schnibbeln. Und dann ist soweit. Jetzt ist aber alles ein bisschen klebrig hier. Selber gemacht, aber irgendwie klebt das voll eklig. Genau. Soweit, so deutsch. Steffi ist wohl schon auf dem Weg. Und dann trudeln die anderen nach und nach. Ab 16 Uhr, wir haben jetzt 3:15, nach und nach ein. Und für die ewig Hungrigen gibt es ja auch noch Naschzeug. Genau, wir haben auch Chips und alles da. Alles für Speis und Trank ist ordentlich gesorgt. Nur der Getränkewagen, da muss dann auch richtig aufgehübscht werden, da ist noch Krempel drauf. Aber gut, das kann man ja noch. Ich, also Bettys Geschenk von mir, ist meine Anwesenheit. Oh, du bekommst alles, was da drin ist, Daniel. Nee, das ist Betty. Ist. Nein. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Ich bin viel Spaß bei. Gar nicht. Taschentücher? Ja, weil da das Motiv da mit der Fledermaus vorne. Sauber. Ich wollte sie. Moment, halt doch mal still, Mensch. Entschuldige bitte. Wir sind hier nicht in Hollywood. Du musst da auch rauf. Hör doch mal auf, nimm die. Ja. Betty, du sollst stillhalten. Einfach nur stillhalten, okay? Ich sag, wenn du es auch aufkippen kannst, jetzt darfst du auch nochmal umdrehen. Dann schärft es. Ja, jetzt bist du entschärft. Was sehen wir die ganzen an? Jetzt will sie ja doch, die wollen spielen mit dem Rind. Der Rind hat ein bisschen ruhig. Guck mal, nicht essen, spielen.
Ich weiß nicht, was mit deiner Kamera los ist, aber... Du musst da raufdrücken. Na, wie auch soll ich da noch raufdrücken? Hast du da ein Stück runtergeworfen? Oder umarmst du gerne deinen Kratzbaum? Wer weiß, was die da gerade veranstalten. Dann müsstest du vielleicht die Kamera übernehmen. Ja. Er möchte ja nicht. So, von klein nach groß, ne? Moment, hier ist eine Karte, oder? Genau. Haha. Ich habe die Karte entdeckt. Seepferdchen. Die ist voll schön, wa? Eine Seepferdchen hat er schon nie gehabt. Sehr schön. Und vor allem ist die so schön. Ja, so mal schön anders. Gedruckt. Soll ich auch mal raten? Ich krieg das hier immer nicht hin. Aber ich denke mal, es ist ein Lesezeichen. Von der Form. So geht's mit meinen Geschenken um. Hallo. Übrigens sieht sie heute sehr schick aus mit Kleidchen. Schick, schick. Ich darf ja heute nicht zerreißen, hat sie gesagt. Es war teuer, das Geschenkpapier. Aber es ist unkaputtbar beim Einpacken gewesen. Snoopy? Nie gerissen. Snoopy? Ein gutes Buch reicht, um dem Alltag zu entfliehen. Das ist wohl wahr. Was steht da? Steht das gleiche drauf. Okay. Snoopy. Snoopy? Von vorne oder von hinten, oder wie? Anscheinend. Zeig mal in die Kamera. Ich mach's mal nochmal ganz auf. Ja. Wenn ich es denn aufkriege. Das habe ich hier nicht verpackt, das war schon so. Das war schon so. Die beiden. Ja. Ist doch schön, dass sie damit spielen. Oder die Dicke jetzt hier vor allem. Die ist immer nur von hinten. Ah. Sieht beides gleich aus. Ach so. Aber hätte auch sein können, aber oder? Aber schön ist es. Ja. Passt zur Karte. Farblich gesehen. Mhm. Ich glaube, farblich gesehen war ich dieses Mal sowieso sehr gut. Ja, mit so? Geschenkpapier und Farben. Das? Ja, ha. Das Papier war teuer, aber das Tesafilm war billig. Ah, nicht kompatibel. Was schätzt du, was da drin ist? Was ist da eigentlich drin? Sie soll mal gucken, was sie da in der Hand hat. Kommst du nicht drauf? Sind, glaube ich, zwei Sachen drin. Ich wollte es ja ein bisschen spannend machen. Washi-Tape? Und irgendwas anderes. Wenn zwei Sachen drin sind, verstehe ich. Ha, guck, guck! Habe ich nicht geahnt. Auch von Snoopy. Auch von Snoopy. Und wunderschöne Stickies. Vor allem die zweite Seite, weil der Winter ist ja vorbei. Der Winter kommt doch wieder. Eben. Die sind ja hübsch. Ich weiß zwar nicht, weil die so dick sind, so 3D-mäßig, wie du die verwenden kannst, aber auf jeden Fall hast du sie. Boah, für Karten oder so geht ja auch. Ja, stimmt. Hm? Und die Schneedinger mussten sein, weil es Schnee. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Yay. Yeah. Und Snoopy. Und Snoopy, genau. So. Das ist aufgemacht, eins raus und ein anderes rein. Duplo. Das habe ich geahnt. Die Form kenne ich doch. Ah, ich habe ewig. Ich hab schon wieder vergessen, dass die eine neue Sorte haben. Und auf einmal habe ich die bei Edeka entdeckt und habe die gleich mitgenommen. Da muss ein Platz. Was will sie? Das geht jetzt hier aber nicht so richtig. Mach auf. Kann sonst ich nicht. Sonst läuft es noch ab. Sonst läuft es nur ab, genau. Das Duplo. Aber ordentlich verpackt hier. Aber die kenne ich schon. Echt? Ja. Ich kannte die noch nicht. Die habe ich letztes Jahr schon gehabt. Was ist das denn da? Ja, eben. Sag ich ja. Ich habe eins rausgenommen, um was anderes reinzumachen. Aber gut zugeklebt hier wieder. Ich kannte die noch nicht. Die schmecken aber eigentlich auch nur wie Kinderschokolade oder wie Kinderriegel. Ja, aber sie sind lecker. Vielleicht zu schade zum Essen, aber ich habe das gedacht, Papier kann man immer noch aufheben. Das Schokolade kann man essen und das Papier aufheben. Was ist beim Kalender aufgehoben? Hey, was ist das? So, dann nehmen wir mal das da oder das da. Das ist der kleiner. Das ist kleiner. Von kleiner Frau. Was ist denn da eigentlich drin? Achso. Nee, oder? Heute Morgen eingepackt, ich weiß schon nicht mehr, was ich gekauft habe. 150 Gramm. Steht darauf. Backzutaten. Für einen Kuchen brauchst du nur noch zusammen. Ach, die Butter, die mir gefehlt hat. Ja, genau. Blueberry Cupcake stand da gerade.
Nanu. Wo ist denn? Da. Schluss mit lustig jetzt hier. Was? Aua! TTZ? Was? Seine Badebombe. Ah! Wenn man vorher lesen sollte, dann. Ein Badecupcake. Ist ja viel zu schade zum Reinschmeißen. Ich finde die Verpackung schöner, als das denn letztendlich aussieht. Ich hatte schon mal reingeguckt, wie er aussieht. Sie hat schon wieder reingelinst. Ja, ich musste doch riechen und angucken. Boah, das riecht aber richtig gut. Hübsch, 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 hübsch. Passt hier alles gar nicht mehr hin. So, the next one. Hat mir was von drei Geschenken erzählt, ja? Dann kam der vierte dazu und jetzt? Das ist furchtbar. Hauptsache, es kriegt das Geschenk, was sie sich wünscht und alles andere drumherum ist Überraschung. Surprise, surprise. Am meisten kriegt sie von mir Sachen, die notwendig stehen. Ja, oder doppelt. Oder doppelt. Ist dir das beim Kaufen gar nicht aufgefallen? Er hat es wohl nicht doppelt gekauft. Ich habe es nur einmal gekauft. Ah, das ist natürlich super. Das ist das Spiel. Das Kartenspiel, das Exit-Kartenspiel. Raub in Venedig. Da gibt es auch mehrere von und ich habe mich dafür entschieden. Spannung, wenn es recht. Und Jockey! Ja. Mit Igel, passt das in den Sticker, ne? Und danke, alles, dass es dich gibt. Gut, das weiß ich schon, was ist. Machen wir das zuerst auf. Ich habe nämlich gewundert, dass das ein Hardcover ist. Ja. Ah, sieht cool aus. Lustig. Bestimmt auch wieder so schön aufzuklappen wie das andere. Die Schrift ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig drin, finde ich. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mit dir das lesen. Ja. Ein Mordsteam. Ja. Nee, Schrift ist genauso wie bei dem anderen. Ach so. Von dem gleichen Verlag. Und das lässt sich auch wieder so schön aufklappen. Das ist immer wichtig. Nicht so wie bei meinem... Ich sagte, das ist dieser gerade Buchrücken. Ja, und den finde ich richtig schön. Also als ich das dann in der Hand hatte, habe ich gedacht, oh, ich will das auch haben. Ja. Und dann klingt das auch so ein bisschen wie drei Fragezeichen. Ja, das so ein bisschen richtig toll. So, und dann haben wir hier noch eins. Dann ist die Tüte tatsächlich auch leer. Dann habt ihr es geschafft erstmal. Na, sag mal. Spannung! Deswegen habe ich jetzt aufs Gesicht gefilmt. Ein Buch? Neuanfänger Briar Creek. Oh, ja, das ist sogar noch besser als das. Danke. Bitte schön. Oh. Das freut mich. Ich kann weiterlesen. Ja. Gedeckt mit einer Windbeutel-Drohne. OMG, Cheat Day, Cheat Day. Die kannst du selber weiter benutzen. Die sind ja lustig. Das ist eine süße Idee. 50% Rabatt. Juhu! Ja, doch, habe ich ja gerade gesehen. Ich habe den Rabatt gut gesehen. Aber die Klammern. Sind die Klammern nicht klasse? Das ist ja echt. Die sind super. Ah, das sind ja rosane Smetter-Dinge. Ja. Schmetti-Fings. Rosane Smetter-Dinge. So. Schneemann knete? Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wir können nachher Schneemann bauen. Wunderschön, wir können nachher Schneemann bauen. Damit es gar vom Schnee gibt hier. Schneemann knete. Ja, dachte ich mir jetzt beinahe. Und ein bisschen Süßzeug. Guck mal, was draufsteht. Glückwunsch! Immer da hochjachtern und halt mich so treffen und dann nicht umfallen. Ja, kann es dann so erweitern oder? Was kann man erweitern?
Ecke. Nichts passiert. Ja, deswegen, wenn ich in die Ecke halt hoch, geht ein bisschen heller als zu viel. Auch Schmidt das Ding ist drauf. Ja. Übrigens weiß ich inzwischen, wie ich es genannt hatte. Schmetterfly. Schmetterfly? Nein. Ihr sprecht euch nicht ab, oder? Das stand auf deinem Wunschzettel. Ja. Aber hast du jetzt schon habe ich doch was vergessen. Warte. Das kann ja nicht mehr Profilwesen sein. Ja, eigentlich nicht, ne? Heißt das, du hast es doppelt? Ich nehme mir eins ab. Nein. Ich brauche nicht so sparsam mit umgehen. Ja. Es fühlt sich an, davon kann man nie genug haben. Juhu, Nicole! Nicole! Na! Liebe Autogramm oder was? Aber ich habe ja eine mit Autogramm. Ja, sind die auch schon? Nein, weil da Autogramm drauf ist. Aber das ist wahrscheinlich nur aufgedrucktes Autogramm. Nee, ich war von aus. Das Parfum. Achso, und er, ja. Der erste Teil. Ach, ach wirklich? Habe ich den ersten? Bist du dir ganz, ganz, ja. ganz sicher? Es ist der erste, aber es ist der zweite. Alles ist gut. Dankeschön. Den zweiten habe ich schon gelesen als E-Book. Und dann haben vielleicht die große Gabel, die für andere Essen gedacht war, Mensch, Steffi, ey. Das Kleine sind die Kuchengabel. Dann kriegst du nach. Warte mal, außen da innen. Ich will nicht ausschauen, weißt du? Ich nehme die große, passt mehr rein. Habt ihr auch ein großes Stück? Ich hab dir mein Buch mal mitgebracht. Nee, ich sehe da schon zwei Sachen, habe ich ja schon gesagt. Einmal ein nicht gebrochenes Geschenk. Genau. Das nächste Weihnachtsbuch. Oh, das fühlt sich ja voll gut an. Und es glitzert. Oh mein Gott. Mein ersten Thriller habe ich gekauft, weil der Schrift glitzert. Nee, Krimi war das ja noch. Was? Ja, Weihnachtsbuch. Sein ersten was? Krimi. Nicht Thriller, mein Krimi, mein erstes. Ja, ich habe mich gerade verhaspelt, es tut mir leid. Jetzt reicht doch früh, jetzt unmenschliches Kinder. Du wirst doch was umrühren. Das ist ja nicht nur das Umrühren. Dreh jetzt um den Kaffee, Mensch. Ich kann nicht gut raten. Das habe ich zu ihr vorhin auch gesagt bei meinen Sachen. Ich habe ein Lesezeichen erraten. Vorhin ein Washi-Tape habe ich erraten, aber dann war es doch schon wieder vorbei. Ja, das reicht ja. Wir haben ein Kalender. Ein Kalender. Ich habe geraten. So, das geht aber nicht mal ab hier, muss ich mal sagen. Ich hab verpackt. Du? Ich denke, du kannst das nicht. Kann ich doch nicht, dann sieht's ja auch so aus. Geht doch. Bitte, es ist ein Kalender. Eichhörnchen. Hast du denn einen Eichhörnchen-Kalender? Ja. Ach, hast du schon einen? Aber einen großen. Und okay. Dann ist das ein kleiner für den Schreibtisch. Den Postkartenkalender. Ach! Oh. Oh Gott, oh Gott. So. Steffi kann jetzt nicht stillen. Die Top 100 der 90er. Das kann ich doch einessen. Ein Twix. Ey, wir haben so lange nach dieser ganzen Packung geguckt. Echt? Ich hab's immer noch nicht gefunden. Gibt's nicht mehr? Oder? Gibt's nicht mehr. Ich hab's doch gar nicht irgendwo gefunden. Wir haben es bei Kaufland mal gekauft. Irgendwann im November. Ach so. Bei unserem Kaufland gab's es immer nicht. Immer als abgesucht. Ich weiß nicht, wie alt das schon ist. Abgelaufen, ja, genau. Danke schön. Clips ich für meine Postkarten. Ja. Yeah. Juhu. Ich habe deine Vlogs in letzter Zeit intensiv geguckt. Darfst du was zu sehen? Jedes Mal, wenn du was gesagt hast, habe ich aufgeschrieben. Betty Geburtstag. Aha. Aha. Die beiden kenne ich doch irgendwoher. Ja. Ja, ich habe da so lange rumgekramst, bis ich denn wirklich die beiden gefunden hatte. Nein. Jetzt muss ich erstmal eins aufmachen. Kannst du dich mal entscheiden? Das hat aber eine lustige Form. Dann mache ich das auch. Ach, doch die Klappe. Oh. Hi Mario.
Leo, ich klick fest. Du musst ja erstmal noch im Nacken die Haare rasieren. Ja. Du mal die Kamera richtig stellen. Ich habe ja Haare gekriegt, oder? Ja, Gott, oder? Wo wollen wir die jetzt kaufen? Ich kann es mir nachher. Ich kann es mir nachher. Geht nicht. Krieg eine Thrombose, Betty. Entschuldige, bitte. Hast du dir das Geschenk auf die angeguckt? Ja, hast du dir, ne? Ja. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Wir haben davon mehrere Rollen gekauft. Ah. Extra wie Betty, ja. Die Palmblätter, ja? Oder was sind die Palmblätter? Monster. Ist aber auch... Betty, ich bring dir mal bei, wie man Pakete aufmacht. Lebkuchengewürz. Ich bin so ungeduldig. Wo ist der Rest dann? Das ist ja unwichtig, ne? Ich habe die Windpackung gleich mal zu Hause wieder ausgepackt. Ach, du. Bacha. Ah. Bacha. Katzenkrieger, die Leute. Ja, gut, ne? Ein bisschen. Katzenmann, André. Was könnt ihr spielen? Oder? Entschuldigung? Der ist der Akku leer, weißt du? Moment, ich habe noch zwei weitere Akkus. Das gleiche wird schon ein. Hallo. Ja, Kalligrafiestifte, okay. Spannend, 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 spannend. Ja, weil du ja beim letzten Mal gesagt hast. Ja, ich übe immer noch. Noch mehr Matcha. So viel Matcha muss ja auch nicht sein. Nein, aber du meintest ja, dir schmeckt es. Ja, die Süßigkeiten damit sogar lecker. Fand ich auch. Deswegen, ich habe sie auch noch nie Matcha trinken sehen, deswegen. So, heute. Kann jemand die Kamera übernehmen, bitte? Sie ist ein bisschen anstrengend, die Betty. Ja. Hoch, runter, hoch, runter. Ah, fast schon wieder. Das bringt mich doch nicht zum Lachen. Heute? Ja, es ist aber auch so rutschig-flutschig. Rutschig-flutschig. So, mal Schluss hier. Ach so, und nach links und nach rechts geht's andauernd. Guck mal, Matcha. Nein. Du hast es im Video gesagt, aufgeschrieben. Lippenpinsel? Ja. Ich? Nein, du hast gesagt, dir fehlt ein richtig roter Lippenstift. Das ist richtig. Und dafür sollte man immer einen Lippenpinsel benutzen. Ja. Ah. Musste ich auch mir bei Beauty-Videos angucken. Nee, roten Lippenstift immer ja. Mit. Das dann muss ich den unbedingt. Na denn? Der Harlequin ist auch. Darf ich den ausprobieren? Oh, nein. Mit Pass. Was mache ich? Daniel, das ist rot und nicht rosa. Oin, oin. Wir sind für euch beide. Oin, oin. Wir sind ist ja süß. Oin, oin, Silvester. Silvester, oin, oin. Eier gewesen. Oh, die habe ich auch gar nicht gesehen. Das habe ich dir das dann aber ja mal erzählt. Das kann sein, habe ich schon wieder vergessen. Überraschungseier haben. Ich vergesse doch immer alles. Was? Bitte. Nein, nicht mit Hut. Nee. Ohne Hut. Warte mal, ich warte jetzt auf das Buch. Was? Buch? Da ist doch ein Buch gewesen. Ja, das ist ja kein Geschenk gewesen. Oh, noch mal so eins. Oh. Also, ey. Die Milka. Das fängt ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiß gar nicht wohin, was? Der Gedanke war, du kannst es dir aussuchen. Bei dem einen leuchten die Klammern und bei den anderen die Lichterklammern. Ah, ich kann ja auch mehrere oder abwechseln oder. Ja. Ich bleib jetzt einfach so mit der Kamera. Mach mal. Ist das ein bisschen übertrieben? Das ist das Letzte. Achso, doch. Guck mal, eine Schallplatte, echt. Eine Schallplatte. Den hast du schon noch. Ein Sophia-Tee-Kalender. Nein. Ist es der, den wir haben? Ich weiß es nicht. Moment, hast du ein Bild gucken? Nein. Das ist ein anderer. Aha. Gott sei Dank. Wo hängen wir den jetzt hin? Da? Da? Dankeschön! Bitteschön! Antjen! Sind wir fertig? Ja. Jetzt kannst du ausmachen. Willst du dich vielleicht nochmal bücken oder so? Nee.
So, ich dachte mir, bevor ich den ganzen Kram hier wegräume, zeige ich euch nochmal den Geburtstagstisch im Einzelnen oder genauer oder wie auch immer. Weil ich glaube, von der Feier an sich hat man nicht so viel gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ihr habt ja gesehen, wie ich es ausgepackt habe. Aber ich dachte mir, so ein bisschen schwenken. Das heißt, genauer muss ich jetzt nicht einfach mal rüberschwenken. War der Plan. So. Geniales Spiel übrigens. Sehr geniales Spiel. Das müssen wir unbedingt nochmal spielen. Und das hier war auch sehr, sehr genial. Kann man aber leider nur einmal spielen. Deckscape Raub in Venedig. Richtig gut. Aber das hier, ha, ein Träumchen. Ja, was da wohl passiert ist, ich weiß ja auch nicht. Aber gut. Passiert, nicht wahr? So, dann habe ich insgesamt Hugendubel, Thalia, mit dem Gutschein von Weihnachten bin ich wieder bei 45, ah, das war ja noch human, 75 Euro für Bücher, die ich ausgeben kann. Und hier drunter ist auch noch ein Douglas-Gutschein, den ich noch ausgeben muss, wobei ich schon weiß, was ich dafür kaufen will. Das hat Daniel gesagt, könnte ich ja das nehmen. Ja, so viel dann. Wobei das hier kein würdiges Geburtstagsgeschenk ist, das war einfach nur so, aber ich packe es da einfach mal hin, weil es da eben am gleichen Tag gekommen ist, deswegen gehört das für mich dazu. Und ich kann endlich ein Spekulatius essen. Ich habe mir den von Steffi, den ich geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, noch nicht getraut zu essen, weil dann habe ich ihn ja nicht mehr, weil er lecker sein sollte. Genau. Jetzt kann ich wenigstens probieren. So, ja, das sind meine Geburtstagsgeschenke. Außer hier ihmchen mit seiner lustigen Doppelmütze. Weil, ne, und so. Ist ein bisschen kaputt gegangen. Als er angekommen ist, glaube ich, ja. Der kam kaputt hier an. So, deswegen hat er zwei Mützen. Aber der kommt jetzt auch bald wieder weg. So wie die ganze Weihnachtsdeko, die jetzt wegkommt. Der Baum ist schon weg. Und ja, das hier räume ich jetzt auch weg.